Toll, dass ihr dabei seid, wenn ich euch heute eine ganz elegante Seiko aus der Prospex-Reihe vorstelle. Da fragt man sich direkt: Moment, Prospex, das ist doch eher die technische sportliche Reihe. Eine elegante Uhr in dieser Reihe? Ja, ist es. Es ist die sogenannte Baby Alpinist SPB 159 J1. Und die ist eben der klassischen Seiko Alpinist nachempfunden, die ursprünglich 1959 das Licht der Welt erblickt hat und immer wieder Nachfolger hatte und trägt eben genau diese Bildsprache. Dieser Alpinist hat aber nicht die drehbare Kompasslünette dieser Uhr, sondern dafür in ähnlicher Gehäusegröße ein größeres Ziffernblatt. Die Gehäusegröße beträgt hier 38 mm. Das ist immer noch kompakt, aber für so eine Fieldwatch ja, die klassische Größe und sehr gut an jedem Arm tragbar für jeden Tag. Und im Prinzip auch ist das hier eine Uhr für jeden Anlass. Die ist also eine eigentlich sportliche Uhr, die aber sehr viel Eleganz hat, sodass die auch für seriösere Anlässe auf jeden Fall geeignet ist. Die Uhr besitzt ein gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas, das schön viel Licht auf das wunderbare Ziffernblatt lässt. Das Ziffernblatt ist außen dunkelgrau und wird zur Mitte hin etwas heller. Ich versuche die Körnung mal einzufangen. Also die Oberfläche ist leicht gekörnt, matt. Die Ziffern sind hier in einer 2, 4, 6, 10, 18, 12 Anordnung dargestellt und klassisch für eine Alpinist die zwischenliegenden Stunden mit einer Spitze markiert. Auch typisch sind die Zeiger, sogenannte Cathedral- oder Church-Zeiger. Die Leuchtmasse ist das Seiko-eigene Lumibyte in blauer Version. Die Lünette ist poliert, das restliche Gehäuse ist teilweise poliert und teilweise gebürstet. Diese Arbeiten sind also sehr, sehr hochwertig durchgeführt und machen das wirklich zu einer ja, sehr eleganten, schicken, absolut hochwertigen Uhr. Wenn man die Uhr in der Hand hat oder eben bei gutem Licht anschaut, dann sieht man direkt, das ist eben keine Seiko 5, keine Einsteiger Seiko. Hier ist alles wirklich tipptopp perfekt. Das Kalbslederband wird mit einer Faltschließe verschlossen. Aus schwarzem Leder mit diesen Nähten eben in schwarz und nicht kontrastierend. Das Datum ist in der cremefarbenen Optik eingerahmt, wie es auch die Zeiger sind. Weiß auf schwarz passt hier zu dieser Uhr sehr, sehr gut und fällt nicht zu sehr auf. Die Spitze des Sekundenzeigers ist rot abgesetzt. Also hier diese Uhr bedient wirklich alle möglichen Kriterien und erfüllt ganz, ganz viele Wünsche, die Uhrenfreunde haben, die bei anderen Seiko-Uhren, vor allen Dingen günstigeren Uhren, auch mal gerne angekreidet werden, dass das nicht vorhanden ist. Also wir haben ja eine wirkliche Seiko Prospex, ein robustes Tool, was den ganzen Alltag locker wegsteckt und eigentlich viel mehr verträgt, als man so einer Uhr normalerweise zumutet. Die Krone ist verschraubt, wie bei einer Taucheruhr, muss man die erst rausschrauben, bevor man die Uhrzeit einstellt. Das führt zu einer Dichtigkeit von 20 Bar. Hier steht es, also ja, die Uhr ist immer wasserdicht, mit dem Lederband vielleicht keine Taucheruhr, aber die wirklich steckt wirklich alles weg, egal was man ja der antun möchte. In der Uhr schlägt ein sehr hochwertiges Werk, das ist das 6R35A, also nicht ein 4R wie die Einsteiger-Seikos, sondern ein relativ neues Werk, Nachfolger des 6R15. Und ja, davon abgesehen, welche Angaben Seiko zur Ganggenauigkeit macht, sind meiner Erfahrung nach die aktuellen Uhren mit dem 6R35 top einreguliert. Plus 1, plus 2, plus 3 Sekunden. In diesem Bereich bewegt sich das typischerweise.
Also, wenn man ja keine Angst vor etwas kompakteren Uhren hat, hat man hier wirklich einen Begleiter fürs Leben. Ja, auch eine tolle Uhr für eine sogenannte One Watch Collection. Das heißt, wenn es nur eine Uhr sein soll oder jemand will sich einmal eine richtige, gute Uhr kaufen, träumt davon, hat vielleicht bis jetzt nur einfache Uhren gehabt, will sich eine richtig gute Uhr holen, will sich die vielleicht zum 40. oder 50. Geburtstag gönnen, ja, das ist hier ein Top-Kandidat, weil die wird lange alles mitmachen, mit dass er Vierglas bekommt, keine Kratzer, die Uhr wird nicht wasserdicht, die ist bildschön und ja, den Preis von knapp 700 Euro ist viel Geld, aber wir haben ja wirklich eine Luxusuhr, ist es auf jeden Fall wert. Vor allen Dingen, wenn man dann mit der Konkurrenz vergleicht, die in dem Bereich niemals ein Werk ja, aus eigener Fertigung drin hat, sondern eher zusammengestellt von mit zugekauften Teilen ist. Wir haben ja also eine ja, hochwertige Uhr, die sich vor keiner Schweizer Uhr im doppelten Preissegment irgendwie verstecken braucht. Und ja, geht dahin, wenn es eben optisch auch euer Ding ist, wie es meins ist, auf jeden Fall die Überlegung wert. Ich schieb die mal über mein Handgelenk. Die Uhr im Stil einer Explorer macht auf jeden Fall viel Spaß und ist vielleicht auch was für euch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und würde mich freuen, wenn er mal bei uns in der Facebook-Gruppe vorbeischaut. Japanische Armbanduhren heißt die. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder sogar ein Abo. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank.